Herr Pauls, herzlich willkommen hier in der Villa Theresa. Freuen Sie sich, wieder mal hier vor Publikum zu spielen und besonders heute Open Air bei Sonne? Sowieso. Ich finde diese Villa ja wunderbar. Ich war das letzte Mal vor vielen, vielen Jahren hier und ich liebe diesen Garten und vor allen Dingen auch diese wunderbare Villa mit ihren kompetenten Mitarbeitern auch und diesem herrlichen Ambiente hier. Man fühlt wirklich einem Kunstgarten beizuwohnen mit diesem herrlichen Teich und dann dieser Pavillon. Also es ist ein Ort des Vergnügens, ein Ort der künstlerischen Inspiration und dass ich als Mundart Mann heute hier sein darf und die klassischen Übersetzungen der deutschen Balladen darbieten kann, da freue ich mich natürlich ganz besonders. Eine Frage, die uns natürlich beschäftigt, was bekommen die Gäste heute geboten? Was spielen sie? Womit verzaubern sie die Gäste? Was ist der interessanteste Beitrag? Naja, es ist ja so, die Lene Vogt, die großartige Mundartdichterin aus Leipzig, hat ja in ihrer Blütezeit in den 20er Jahren die deutschen Balladen übersetzt. Aus dem Hochdeutschen in das Sächsische, in den sächsischen Dialekt. Und was uns heute erwartet, ist ein klassischer Abend mit klassischen Texten. Goethe, Schiller und so weiter. Und dass diese spannende Geschichte ist, dass wir die Übersetzungen von der Lene Vogt, unserer Leipziger Mundartdichterin, bringen. Das heißt also, wenn der Handschuh interpretiert wird auf Sächsisch, erst von Schiller, dann von der Lene Vogt, das ist ein, glaube ich, ihr großes Humorpotenzial hat das auf jeden Fall und das ist eben sehr schön. Dazu noch ein Pianist, unser Bandleader Benny Rietz wird dazwischen immer noch ein bisschen was interpretieren und ich denke mir, das passt genau an einem Spätsommerabend im August. Also ich denke, schöner geht's nicht, dann die Gastronomie. Ich habe vorhin von dem Wein gekostet. Oh, es ist, da freue ich mich schon hinterher, dass ich dort mal einen kleinen Wein, und man hört schon, da fallen schon die Gläser um und einige Gäste auch. Sehr schön, ja, die setzen sie dann hinten hin. Wunderbar. Sie hatten das Thema Wein angesprochen. Wir freuen uns natürlich auch, hier im Weinanbaugebiet präsent zu sein. Hier natürlich in der Villa Theresa. Haben Sie noch andere Verbindungen zum Wein oder gibt es vielleicht auch einen Programmpunkt Wein bei Ihnen jetzt hier oder vielleicht auch künftig in der Villa Theresa oder in der Börse in Kosmisch? Nee, mit dem Wein. Doch, auf der anderen Seite, wir haben ja im Winter in der Winzergenossenschaft eine großartige Geschichte gemacht mit der Elblandphilharmonie. Die Ilse Bähnert hat dort verkostet. Und daraus ist auch eine wunderbare Zusammenarbeit entstanden. Und wir werden im nächsten Jahr dort auf jeden Fall was machen, auch mit der Band, wo meine Kinder mit dabei sind. Und da freuen wir uns natürlich auch.